Dieses Mal fahre ich gemeinsam mit Kamerad Jens nochmal zur alten Brücke, wo wir im September das Brückenschwingen machen. Ich mache ein paar Luftaufnahmen, wir lösen den Geocache. Anschließend geht Jens eine Runde schaukeln und danach lösen wir noch einen weiteren Geocache am alten Tunnel. Viel Spaß in diesem Video. Wie man im Video sieht, war es bei der Anfahrt noch tiefste Nacht. Ich hatte Spätschicht und danach ging es erst zur Brücke. Anschließend war eigentlich der Plan vom Parkplatz aus direkt auf die Bahntrasse. Aber da war noch eine andere Interessensgemeinschaft, mit der ich jetzt nicht zusammenstoßen wollte, deshalb außenrum. Ich musste außerdem den Kompass noch kalibrieren. An der Brücke angekommen, hieß es dann erstmal Luftaufnahmen machen und dann hatte ich mir erstmal zurückgezogen ins Auto, denn der Akku der Mini 2 war leider alle. Anschließend ging es dann für einige seilsportliche Sachen wieder zurück zur Brücke. Die im Video gezeigten Handlungen sind unter keinen Umständen nachzumachen. Ich übernehme keine Haftung. So, an dieser Stelle geht's nun für Jens runter zum Geocache. Er darf als erster gehen, muss jetzt aber erstmal noch den Salzschoner bereit machen. Denn so eine Betonkante kann auch ziemlich schnell das Seil beschädigen. Er fährt jetzt entlang der Brücke ab und muss sich dann unten in den Bogen reinschwingen. Nun geht es dann auch für mich nach unten. Auch ich muss mich natürlich reinschwingen, um an den Geocache zu kommen. Jens hatte nur einmal Schwung geholt. Ich muss zweimal Schwung holen, also nach hinten schwingen. Ist aber alles im Rahmen. Sieht vielleicht jetzt in dem Moment etwas unbeholfen aus,
War aber alles soweit in Ordnung. Das Salz zieht einen leider an der Stelle dann auch relativ leicht wieder zurück. An dieser Stelle für euch die Einladung zum Brückenschwingen 2021. 2019 hatten wir gemeinsam mit einer anderen Interessensgemeinschaft an dieser Brücke schon mal ein Brückenschwingen gemacht. In diesem Jahr wollen wir eine etwas entspanntere Version vom Brückenschwingen machen. Allerdings wahrscheinlich nicht an dieser Brücke, sondern an einer anderen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne dabei sein. Das Einzige, was ihr benötigt, ist theoretisch gute Laune. Wenn ihr eine Kletterausrüstung habt, könnt ihr die dafür verwenden. Anders als beim Springen 2019 springen wir nicht von der Brücke, sondern verwenden ein Quick Release, wodurch die Kletterausrüstung wodurch die Kletterausrüstung entsprechend geschont wird. Nun geht es für Jens runter zu einer Schaukel, die wurde von einer Instagram-Seite dort aufgehangen, und an dieser Stelle gehen Grüße raus. Sehr coole Aktion mit der Schaukel. So, nun geht es weiter zum Tunnel. Hier hängt ebenfalls ein Geocache, allerdings in diesem Fall ein Mikro, der an der Decke hängt. Auch schöner Cache. Auch hier hing eine Schaukel. Die haben wir für das Loggen des Geocaches allerdings nach oben gezogen, da sie sonst etwas störend im Weg hing. Ich habe an dieser Stelle das Problem, dass das Seil durch mein Abseilgerät durchrutscht. Wahrscheinlich war das Seil einfach noch zu neu, da es in diesem Fall tatsächlich noch nicht oft im Einsatz war. War etwas unangenehm, ging aber. Ich baue mich nun einfach zu Übungszwecken nochmal in die Handsteigklemme und Bruststeigklemme, steige ein Stück am Seil auf, baue mich anschließend wieder zurück in das Abseilgerät und fahre wieder ab. In der Zwischenzeit kamen dann drei Leute, die, wie sie mir erklärten, zum Eigentümer oder zu den Eigentümern der Bahnstrecke gehörten. Und mir erklärten, dass diese Bahnstrecke wohl wieder reaktiviert werden soll. Naja, ich denke mal, wenn es so ist, wird das noch relativ lange Zeit dauern, da das alles doch relativ verfallen ist. Im Hintergrund sieht man die drei nun anrücken.
So, mittlerweile bin ich auf dem Weg nach Hause. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, habe ich an der Brücke dann bei dieser Schaukel mal eine andere Perspektive ausprobiert und habe Jens aus der Luft gefilmt. Ich finde, sieht cool aus, auf dem Handy schon mal. Den Rest sehe ich erst, wenn ich zu Hause bin. Ihr habt es schon gesehen. Danach waren wir dann nochmal zum Tunnel, wo wir noch einmal eben schnell den Geocache gemacht haben. Ich hatte dort dann das Problem gekriegt, Jens Seil ist neu, was mein Abseilgerät nicht so gut fand. Das hat es nicht gegriffen gekriegt. Dadurch rutschte das halt durch. Naja, ich habe jetzt noch 200, 280 Kilometer zu fahren bis nach Hause. Jens ist irgendwo auf der Autobahn verschwunden. Naja, macht nichts. Und dann werde ich auch schon anfangen, Videomaterial sichten und das Video für euch schneiden, sobald meine Ausrüstung dann wieder durchgeguckt und sauber ist. Von daher würde ich mal sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video.